So, da bin ich wieder. Ja, kurzer kleiner Erfahrungsbericht, Teil 1 von dem Luxon Echo 25 als Mofa-Roller vom Werk aus gedrosselt. Ja, also ich bin bis jetzt echt zufrieden. Ne? Auf jeden Fall. Also Beschleunigung ist super. Ne, hat irgendwie steht da ne, in der Anleitung was von 2,2 kW oder so, glaube ich. Wobei der hier hat 1,7 kW. Ne, der Luxon Echo 50. Beziehungsweise 25 vom Werk aus, also der hat 1,7 kW, der Roller. Und also ich bin bis jetzt begeistert, ne, von dem Roller. Ne, also genau. Ne, der ist super. Ne. Also ist das Top Case, habe ich doch ein bisschen zu groß ausgesucht für den Roller. Aber ich denke, es geht noch, finde ich. Ne? Genau. Naja, vielleicht gibt es auch ein kleineres Topcase. Weil wir können ja mal ja gleich reingucken. genau. Ja, also Beschleunigung ist super. Ne? Also um mal beim Thema zu bleiben, Beschleunigung ist super von dem Roller. Und er läuft besser wie ein Rexroller. Könnte man auch denken, das ist ein Rexroller. Ne? Aber er läuft dank elektronischen Vergaser richtig gut, also besser wie ein Rexroller. Benzinverbrauch ist auch niedriger wie ein Rexroller mit einem ganz normalen Vergaser. Und beim Zweitakter sowieso, da ist der Roller sparsamer, habe ich gemerkt. Ja. Ne? Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Sound ist für einen Viertakter gut. Ne? Hört sich auch an wie ein Rex. Ne? Und ja. Ne, also richtig geil. Ne? Hammermäßig. Ne? Kann ihn da kurz nochmal anmachen. Da leuchtet die Lampe. Motorkontrollleuchte ist das. Machen wir kurz mal an. So, und der ist schon an. Ne? Wahnsinn. Der ist schon an. Guck mal, wie ruhig der läuft. Wahnsinn. Ey, das ist so hammergeil. Yeah. Geil. Also ich bin damit super zufrieden. Na? Oh, muss ich mal sauber machen. Vogel drauf gekackt. Na super. Mann. Oh, der läuft super. Na? Richtig geil. Oh, der läuft schon. Wahnsinn. Na gut, als ist hier der Auspuff. Ich weiß nicht, was das ist. Na, da sieht man auch, glaube ich. Na, ich weiß nicht, was das ist. Na, gut, da ist die Lambo-Wand. Aber ansonsten, na, richtig geil. Na. Der Hammer, richtig geil. Ja gut, Nachteil ist bei meinem Modell jetzt ein bisschen, dass wohl geht eigentlich, ne, dass der Lenker sich ein bisschen manchmal schwer bewegt, aber geht, ne? Also ja, geht eigentlich.
Ne, und wie gesagt, ja gut, zweiter Nachteil, die Drosselung. Oh Mann, ich bin vorhin gefahren auf einer geraden Strecke. Das Fahrvideo kommt noch. Genau Strich 25. Ne, und bergrunter, wenn er warm ist und ich das Vollgas halte, dann geht er ein bisschen hoch mit Drehzahlen. Bis, ich glaube, maximal 30 und dann ist aber auch Ende. Ne? Ja, und ansonsten wieder genau Strich 25. Oh Mann. Ist doch eigentlich ein bisschen zu langsam, oder nicht? Oder was meint ihr dazu? Man da mit einem anderen Keilriemen vielleicht nachhelfen kann oder so. Ne? Aber laut Handbuch, ich habe jetzt 4000 runter insgesamt. Also ich habe den ja gebraucht gekauft. 4400 noch was hat er jetzt insgesamt runter. Bei 6000 soll man den Keilriemen wechseln. Na, und das Öl vielleicht auch. Und das Getriebeöl auch. Na, also wie gesagt, da beim Antrieb, da brauche ich enormer Spezialwerkzeug, weil da ist diese Schraube. Na, da kann man erkennen. Nicht nur da ist eine Torox mit Loch, sondern da ist auch noch mal eine. Na, da. Und der Rest, ja, ist alles normal. Ne? Normal verschraubt. Da kann man das erkennen mit 8 mm. Ja, ansonsten sind es zwei Sicherheitsschrauben. Und ja, ne, vielleicht hilft da irgendwann mal ein anderer Keilriemen, weil wie gesagt, ne, das ist ein bisschen zu langsam, ehrlich gesagt. Der fährt genau Strich 25. Ne, und wenn es bergab geht, dann vielleicht maximal 30, aber dann, wenn es wieder gerade Strecke ist, dann regelt der wieder runter bei Vollgas. Ne, das hört man richtig, beziehungsweise man merkt es, dann bremst der richtig. Ne? Also trotz Vollgas, wenn jetzt eine gerade Strecke kommt und dann wieder genau auf 25 oder 26. Ne? Ja, wie gesagt, ne, vielleicht wird mal irgendwann mal anderer Keilriemen helfen oder so, ne, dass er mal vielleicht ein bisschen schneller unterwegs ist. Aber mal schauen, ne, so weit sind wir ja noch nicht. Ne? Genau. Ja, aber ansonsten läuft er. Ne? Also richtig geil auf jeden Fall. Ne? Ja, richtig cool finde ich ja hier das Fach vorne. Ne? Das ist richtig cool. Genau. Ja, ach so, und ich muss den Scheinwerfer auch nochmal ausbauen, weil, kann ich euch zeigen. Nochmal muss ich nochmal den Motor anmachen. Zack. Muss ich nochmal den Motor anmachen. So. Hier, die eine Lampe ist durchgebrannt, aber das war schon von Anfang an so. Da. Die geht, alles kein Ding, das funktioniert, aber diese da unten, ne? Das ist W5W, das ist durchgebrannt. Ne? Also müsste ich dann die Verkleidung wieder abbauen, ne? Und all sowas. Ne? Genau, hinten ist auch noch okay. Ja, das ist gut, das funktioniert. Ne? Jawohl. Ach so, und hier, warte. Mal nochmal Zündung an. Da. Ich wollte ganz gerne so ein Blinkgeräusch haben, wie bei den Nike-Rollern. Na, ich hoffe, dass ich das Relais irgendwie, wenn es hier drunter ist, damit tauschen kann vom Rex-Roller, dass es vom Rex-Roller reinkommt und ich dann so ein Dick, Dick, Dick habe. Ne, so ein Klicken. Nur habe ich bei dem nicht. Das irritiert mich so ein bisschen. Ne, aber ansonsten, ja, gefällt er mir. Ne? Genau. Ja, dann war es das auch mit diesem Video gewesen. Ich grüße noch meinen Schatzi
und sage dann bis zum nächsten Video mit dem Luxon Echo Erfahrungsbericht. Na? Genau, wie gesagt, ich muss noch Birnen tauschen, ne, von dem Roller. Und ja, ne, genau. Ja, ach so, und hier bei dem Sitz, ich weiß nicht, ist das so ein, ist das hier, das war von Anfang an schon so. Jo, ist hier so ein kleiner Riss drin. Da, warte. Das riecht mich auch so ein bisschen auf, da guckt man jedes Mal drauf. Ne, da, so ein kleiner Riss im Dingens, im Sitz. Ne? Oh Mann. Naja, vielleicht kann ich ja das mit dem Edding ein bisschen kaschieren. Aber ansonsten, also super. Ne? Super Roller. Wirklich super Roller. Ne? Auf jeden Fall. Ja gut, alles klar. Ja, dann fahre ich mal wieder zu meinem Schatzi und würde sagen, liebe Leute, dann bis zum nächsten Video mit dem Luxon Echo. Grüße noch alle Abonnenten von mir und auch alle neu dazugekommenen Abonnenten. Und dann, ja, würde ich dann sagen, dann bis zum nächsten Video. Und Schatz, ich liebe dich, ich bin gleich wieder da. Ich war nämlich gerade einkaufen, kann ich euch auch noch mal kurz zeigen. Ach so, und das Helmfach, das ist riesig. Ja, da kriege ich hier meine ganzen Sachen kriege ich da rein. Wahnsinn. Na? Genau. Ach so, hier. Ja, da, als Beweis. Prüfbescheinigung. Yeah. Und da die Papiere vom Roller. Na? Geil. Hammermäßig, ey. Muss ich nur irgendwie wieder zumachen. So. So. Ja, und man muss hier ein bisschen doller drücken. Aber ich denke, das ist ganz normal. Ne? Ja. Und hier im Topcase, vielleicht behalte ich das auch. Ich weiß ich noch nicht. Ne? Hat 36 Liter. Das Topcase. Tada. Naja, mal gucken, ne? Ich bin so einer, so ein Mensch, der, ich bin so ein Mensch, der viele Sachen ausprobieren will und dann, ja, ist es mal gut, mal schlecht. Ne? Naja, wie gesagt, ja, man merkt schon, der Wind bläst ordentlich und dann, bevor mein Schatzi eine Vermisstenanzeige aufgibt, würde ich dann sagen, und bis zum nächsten Video, Leute. Ciao, Leute, bis zum nächsten Video mit dem Luxon Echo. Yeah, peace. Und mein Schatz, ich liebe dich. Bis gleich.